Liebe Zuhörer, hier ist die Sendung Funkensammler. Mein Name ist Giovanni Grippo und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. In dieser Sendung heute geht es um das henochische System, einem System, das im 16. Jahrhundert entdeckt wurde und bis heute Rätsel aufgibt. Dieses System, so die Legende, vermag aus Menschen Engel zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß, Freude und Erfolg beim Einsammeln, euer Giovanni Grippo. Nun beginnen wir mit der Sendung Das henochische System. Das henochische System wird als ein satanisches Instrument angesehen. Es wird gemeinhin als böse betrachtet. Nehmen wir Edward Kelly und Aleister Crowley als Beispiele, so ist ihnen sicherlich viel Schlechtes widerfahren. Seit der Offenbarung dieses Systems über John Dee wissen wir viel mehr als über andere Engelsmagier. Er unterschied sich völlig von Engelsmagiern vor ihm. Er wurde von vielen einflussreichen Persönlichkeiten gefördert, darunter ganz besonders Königin Elisabeth I. von England. Am 21. November 1582 erhielt er am westlichen Fenster seines Studierzimmers von Uriel, einem der sieben Erzengel, einen Kristall. Er sollte ihn als Hilfsmittel für seine zukünftige Arbeit dienen. John Dee glaubte an Engel, Geister und an die menschliche Fähigkeit, sich ihre Dienste nutzbar zu machen. Durch die Verbindung von emotionalen Visionen, Astrologie und Magie gebar sich das henochische System. So heißt es in einem Buch von Adelaide Stuart Kelcrow auf Seite 71: Vor einem großen Abgrund aus schwarzem Gestein stehend, sah ich Feuersäulen bis in den Himmel ragen. Sie waren weder nach Tiefe noch nach Höhe zu bemessen. Die Feuersäulen wurden aus roten Stürmen und weißen Flammen geschürt. Hinter diesem Abgrund sah ich einen Ort, wo weder die Himmelsfeste darüber, noch die festgefügte Erde darunter, noch Wasser unter ihm war, noch gab es dort Luft. Der Ort war öde, wüst, leer und grausig. Ich sah sieben Kometen am Himmel gefesselt, die so groß waren wie gewaltige Berge. Dieses Zitat stammt aus dem Buch von Adelaide Stuart Kelcrow namens Einweihung in die henochische Magie, die henochische Matrix. Alles, das mag sich finster, satanisch und bedrohlich anhören, aber dem ist nicht so. Edward Kelly nahm den Kristall, den John Dee erhalten hatte, und schaute während der Sitzungen hinein. Ihm als Medium offenbarten sich all diese verborgenen Geheimnisse und Dinge der anderen Welt. Und John Dee, als beflissener Gelehrter, schrieb all dies mit auf. So gelangte ein Teil dieses Wissens durch die Aufzeichnungen von John Dee in unsere Zeit. So heißt es im zweiten Buch von Adelaide Stuart Kelcrow namens Einweihung in die henochische Magie, Rituale der Macht, auf Seite 11. Das henochische System ist extrem gut geschützt. Es bindet sich an das Bewusstsein des Mediums. Bilder, die nur er kennt bzw. versteht, werden als Sprache benutzt. So heißt es weiter im Buch: Das henochische System ist ein christliches System. Es basiert zwar auf weitaus älteren Wurzeln, aber durch die Übermittlung durch Edward Kelly sind die christlichen Bezüge nicht zu leugnen. Insbesondere sind die Hinweise auf die biblische Offenbarung unübersehbar. Lange Zeit blieb das System vergessen, bis es der Golden Dawn Orden in sein eigenes System integrierte. Einst wurde dann Aleister Crowley Mitglied des Golden Dawn Ordens und revolutionierte das System, den Orden und gelangte dahin, wo zuvor nur Edward Kelly hingelangt war. Alles das geschah Ende des 19. Jahrhunderts. Heute kann jeder dahin gelangen, der ein aufrichtiger Schüler der göttlichen Weisheit ist. Die beiden bereits erwähnten Bücher zeigen auf, wie eine Gruppe von Suchenden diesen Weg beschreitet.
Der sogenannte Pfad des Lichts kann durch folgende Formel betreten werden: Baligon, Chetepekna, Maha, Ha, Neferuk, Utaha, Theb, Ta, Bechen, He, Sebo, Mahana, Yadanahe, Made, Em, Hari, Konogama, Pahalagahe, Baka, Kaha, Cher, Ahoif. Ich hoffe, dass die heutige Sendung euch ermöglicht hat, ein paar Seelenfunken zu sammeln. Bis bald, euer Giovanni Grippo.